So, jetzt sind wir in Cirolo, in Urlaubsort. Da mache ich nachher noch einen Film. Hier ist eine normale Ladesäule. Jetzt mal gucken, wie ich die freischalte. Normalerweise ist die von Enel. Müsste mit der Maingau gehen. Probieren wir mal aus. Maingau. So. Ah. So. Guck mal, wird verifiziert. Alles klar. Ich soll links oder rechts nehmen. Gucken wir mal. Die musste immer so schief rein tun irgendwie. So. Steckt und lädt. Also von Ladechaos ist hier keine Rede. Funktioniert einwandfrei. Warte, Prego Agostar Lattes läuft. In Funktiona. Laden tut er und jetzt mal sehen, wie schnell er lädt. Gucken wir mal. Da stelle ich den gleich auf volle Möhre. So, gucken wir mal. Achtung. Mach die Tür auf, mein Freund. Macht mir die Tür nicht auf. So, er macht hier volle Möhre. 25 Ampere statt 27, aber das ist mir scheißegal. Ich habe das jetzt auf volle Pulle stehen. Ich bin sowieso jetzt lang genug hier. Ich kann es auch von der Ferne wieder abschalten. Also von Ladechaos keine Rede in Italien. Auf keinen Fall. Ja, jetzt sind wir zurück. Wir waren jetzt eine Stunde weg oder so. Und schau, 87 Kilometer haben wir jetzt wieder auf der Uhr drauf. Ich habe wieder 256 Kilometer auf der Uhr. Hier auch. Läuft alles. Alles prima. Verstehe das Ladechaos nicht, was die anderen haben. Bis dann.